Mein Name ist Gülsen von der Agentur für Energieberatung. Ich spreche mit Wladimir Kadrow. Kadirov, ja, hallo. Wer ist Kadirov, das? Super. Agentur für Energieberatung. Es geht um die Senkung Ihrer Stromkosten. Wird weniger? Ja, wir suchen neue Tarife für Sie, damit Sie weniger bezahlen. Aber weniger immer sehr gut. Ja, das ist immer gut. Gibt weniges Leute, was da Nein sagen, oder? Ja, das kommt drauf an. Wenn man weniger zahlt, ist immer gut. Was zahlen Sie aktuell für Strom? Lass mir überlegen. 65? Und Sie leben alleine? Ja, richtig. Und dann haben Sie Verbrauch von 1000 Kilowatt, richtig? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sagen. Keine Ahnung. Ja, aber Sie leben ja alleine zu Hause, dann haben Sie Verbrauch von 1000 Kilowatt, also 800, 900 Kilowatt. Wir machen 1200, dann sind Sie mal auf sicherer Seite, ja? Aber ich wollte doch weniger, nicht mehr machen, oder was? Nein, nein. Das ist Ihr Verbrauch, jährlicher Verbrauch. Ja, habe ich verstanden. Genau. Wir machen 1200 Kilowatt im Jahr, dann bekommen Sie Ende des Jahres zurück und Arbeitspreis ist nur noch 30,79 Cent und Sie zahlen monatlich 45,87 Euro. 45 Euro? Genau. Krass. Warum plötzlich so günstig? Nicht, dass ich mich beschweren will, ich wundere mich nur. Nein, nein, nein. Der neue Anbieter senken immer die Preise, um Neukunden zu werben, ja? Und Sie sind ja aktuell bei Vattenfall noch, richtig? Ja, richtig, richtig. Genau. Und das ist der Grundversorger. Und da zahlen Sie aktuell die Bestandskundenpreise. Verstehen Sie? Nee, verstehe ich nicht. Okay. Also sind Sie schon längere Zeit bei Vattenfall? Ja, ein bisschen schon. Genau. Und Sie sind Stammkunde bei Jahren ungefähr? Genau. Seit ich hier gezogen bin. Und Sie sind auch Stammkunde jetzt bei Vattenfall, deswegen zahlen Sie gerade mehr. Und neue Anbieter sagt dann, wir möchten neue Kunden erwerben und Sie bekommen gute Preise. Aber für 24 Monate. Aber ist nicht eigentlich, wenn altes Kunde, dann guter Preis, weil lange Kunde? Das ist immer so, die sagen ja nichts. Sie zahlen und zahlen und dann kommt immer Preis und steuern immer mehr dazu. Das Sauerei. Ist ja, freilich. Das ist voll die Verarsche. Und als Neukunde bekommen Sie, wie gesagt, einen Arbeitspreis von 30,79 Cent brutto inklusive Mehrwertsteuer und monatlich zahlen Sie dann nur noch 45,87 €, ja? Das sind 20 Euro per weniger, blöd. Genau, das sind 20 Euro monatlich weniger, was Sie dann bezahlen. Und in 2 Jahren sparen Sie schon mal 480 Euro. Das ist gut. Genau. haben Sie auch Erdgas? Habe ich was? Erdgas, Gas. Gas, ja, für wie heißt denn, Heiz und Heizung. Ja, und was zahlen Heiz Sie monatlich für Gas? Oh, das weiß ich gar nicht, da müsste ich suchen, weiß ich nicht, bei Kopf. Mich nur bei Strom nicht mehr ärgern, weil gerade bei 2 Wochen wieder, ja. Nicht 2 Wochen, 2 Monate wieder mehr Geld geben, weil zu viel, weiß nicht, Computer, weiß ich nicht. Aber zu viel Geld aber bezahlen. Sie leben alleine, Sie verbrauchen im Jahr 800, 900 Kilowatt, ja? Das ich habe mit ich 1000, nicht. Genau, also Sie alleine persönlich, ich lebe auch alleine, maximal verbrauchen Sie 800, 900 Kilowatt jährlich, ja? Okay. Aber jetzt Pandemie und alles, ich habe 1200 Kilowatt. Pandemie. Was mit Panda? Pandemie. Ach so, ich dachte jetzt kommt nein, was Schönes mit Pandas. Nein. Ah, warum nicht? Und Verbrauch habe ich jetzt mit 1200 Kilowatt geschaut, dann zahlen Sie noch 45. Wenn ich dann mit 1000 Kilowatt nachschaue, zahlen Sie nur noch 40 Euro. Warte mal, bei 800 ist 45 und bei 1000 ist 40? Nein, bei 1000 Kilowatt zahlen Sie 40 Euro und bei 1200 Kilowatt 45 Euro. Aber ich verbrauche doch nur 800, Sie sagen. Warum dann 1200 aber nehmen? Das ist für Sie besser. Dann sind Sie auf sicherer Seite. Dann haben Sie Ende des Jahres keine Nachzahlung, sondern Sie bekommen was zurück. Ist doch besser für Sie. Was bekomme ich? Am Ende des Jahres bekommen Sie dann keine Nachzahlung. Nee, das ist gut. Ich habe 300 Euro blöd nachbezahlt jetzt bei 3 Monaten. 300 ja. Euro. Genau. Und dann deswegen mache ich 1200 Kilowatt, dann zahlen Sie 45 Euro monatlich und dann bekommen Sie Ende Jahres auch was zurück. Das ist voll krank, oder? Ja, das ist so leider. Der Strom und voll krank, voll kaputt alles. Und bei Gas, was zahlen Sie dann? Da schaue ich auch mal bei Gas nach. Weiß ich nicht, habe ich doch gesagt. Muss ich gucken? Ach so.
Ja, schauen Sie bitte. Ich schau mal kurz bei was die abgebucht bei Ja. Handy. Warte einen Moment. Ja. Und was ist jetzt deine Firma? Wir sind Agentur Energieberatung. Der neue Anbieter ist MiVolta. Was für ein Ding? MiVolta. Hört sich an wie so Grippemedikament. Und warum verkaufen die ihr Strom so günstig? Der Strom ist nicht günstig. Als Neukunde bekommen Sie immer die besten Preise, ja? Das Also, ist ja nur dafür die da. wollen mich nur ranlocken. Nein. Also ab sofort bin ich auch Ihr persönlicher Ansprechpartner, wenn es um Sachen Strom und Gas geht, ja? Und ich werde für Sie alle 2 Jahre sorgen, damit Sie immer in den Niedrigen, also im Sparpreis mit drin sind. Wir möchten ja mit Ihnen lange zusammenarbeiten und wir möchten, dass Sie für den Strom dann auch weniger bezahlen. Ja, das ist immer gut, das ist immer gut. Das ist immer gut. So, jetzt will gerade Online-Banking wieder nicht funktionieren. Scheiß Internet. Ah, ist das nervig. Wie lange noch heute arbeiten, Devoschka? Ich bin heute bis um 15 Uhr im Hause. Ja, das geht ja noch. Wollte gerade sagen, bei Wochenende. Ich dachte, jetzt ein Kumpel ruft an, sagt, hier kommen wollen wir saufen gehen oder so. Hätte ich nicht gedacht, dass da das Strommenschen bei Wochenende gerufen. Ja, wir haben nur ab und einmal im Monat so Schicht, samstags nur halbe Tag. Ah, dann geht noch, oder? Ja, das geht schon. 3, 4 Stunden geht schon. Aber dafür extra bei Arbeit fahren ist nicht gut für die Umwelt. Ja, da ist schon, aber arbeiten muss man. Geld verdienen. Richtig, richtig. Immer ran mit der Kohle. Ohne Geld, ja. Ohne Geld braucht man funktioniert immer. nicht. Natürlich, Eben. wer was anderes gehabt hat, der lügt. Der sagt einfach, Das ist brauche ich so. kein Geld. Seit was, wie, wovon lebst du denn? Eben, Geld braucht man immer. Das ist so. Wie mein Ja, Kumpel da Roland haben immer, der sagt immer, das ist einfach so. Und er hat ja recht damit. Es ist auch so, das stimmt. Weil ohne Geld kann man nichts machen. Nicht wirklich. So, ich glaube jetzt Online-Banking, jetzt go, warte, Strom, Playboy. Ah, 45. Bei Gas? Bei Gas. Okay. Und da sind Sie ja bei, auch bei Vattenfall oder bei der E.ON Energie. Da steht er an Okay, bei das ist auch der Gebuchen. Grundversorger. Genau. Der Und da, Hundeversorger? das ist der Grundversorger. Genau. Bei Strom sind Sie bei Vattenfall und bei Gas bei der E.ON. Was Und bei, bedeutet dieses Grundsorgung, was Sie immer sagen? wie für euch zuständig ist, der Grundversorgertarif ist das. Von Stadtwerken. Genau. Ah. Das ist ja aktuell. Und da wäre auch bei Gas der optimale Anbieter auch die Easy Gas 24. Und da haben Sie Arbeitspreis von nur noch 5,86 Cent. Und da zahlen Sie dann monatlich nur noch 39 Euro für Gas dann bei 5000 Kilowatt. Alter, wie viel Geld habe ich geschwendet, bei meiner anderen Firma zu bleiben? Ja. Das jetzt zu Ja. schreien ist das. Genau. Und das ist ja leider so, aber dafür bin ich jetzt auch für Sie zuständig und das machen wir dann auch für Sie fertig. Und auch ganz wichtig beim Strom und Gas für Sie, die Konditionen bleiben dieselben wie aktuell. Das heißt, Sie haben keine Vorauszahlungen, keine Kaution oder Umstellungskosten. Und auch wichtig beim Strom und Gas begrüßen wir Sie auch mit 24 Monaten Vertragslaufzeit und so haben Sie dann erst für 2 Jahre Ihre Ruhe. Gibt Ja? es das, dass manches Stromleuten Kaution wollen? Habe ich noch nie gehört. Nein, nein. Es Was? gibt es manchmal schon, aber bei uns gibt es das nicht. Wir stellen sie dann auch kostenlos auch um. Wir kündigen auch ihren alten Vertrag bei der E.ON und Vattenfall. Wir machen auch alles für sie. Das ist ein Kundenservice pur für sie. Sie müssen nichts machen, ja? Und Das sie gut. bekommen, genau. Und sie bekommen alles von mir schriftlich in Form der Auftragsbestimmung zugeschickt, damit sie es nochmal vergleichen und prüfen. Und wenn Sie damit einverstanden sind, sagen, wenn ich Geld sparen möchte, müssen Sie nur abheften. Wenn Sie nein sagen, ich möchte nicht, müssen Sie Unterlagen zurückschicken, aber Sie sparen dabei Geld. Und alles andere Beim hält Zurückschicken spare ich Geld? Nein. Wenn Sie widerrufen möchten. Wenn ich was? Was soll ich rufen? Widerrufen möchten. Also Sie bekommen von Sie Unterlagen zugeschickt, Ich ja? dieses Fachwort nichts kennen. Okay. Dann erkläre ich andersrum. Sie bekommen von uns alles schriftlich, ja? Da. In Form der Auftragsbestätigung, Sie prüfen das und vergleichen das, ja? Und dann müssen Sie nur abheften. Alles andere, Was also heißt wir abheften? Was heißt das? einfach zu Ihren Unterlagen legen, nichts anderes machen.
Bei Briefkasten? Alles an. Nein, Sie bekommen ja von uns Unterlagen zugeschickt nach Hause. Wovon? Von dem neuen Anbieter. So in Werbung, ja? Nein, nein. Das sind ja fertige Unterlagen von Strom und Gas. Okay. Genau. Und die Unterlagen müssen Sie nur behalten. Alles andere machen wir für Sie. Wir kündigen auch Ihren alten Vertrag bei E.ON und Vattenfall. Ja? Ah, und wann kann das, wenn ich nicht sicher, glaube ich, muss man immer so ein, zwei Jahre warten, bevor man kann kündigen bei der Firma? Oder nicht? Sie sind ja nein, Sie müssen nicht warten. Sie sind schon jahrelang bei der E.ON und Vattenfall. Wir kündigen für Sie. Wir versuchen, Sie über den übernächsten Monat in neue Spartarif umstellen. Ja? So schnell geht. Weil Sie ja weniger als 12 Monate vertraglich gebunden sind. Weil Sie ja schon jahrelang bei der E.ON und Vattenfall sind, ist das kein Problem. Aber November oder Dezember, den Anrufen fragen hier Vertrag länger und hier ich sage, ja klar, ich muss ja Strom haben. Genau. Ich kann also ja das nicht heißt, ohne Strom leben. Genau. Wir sind hier ja nicht in scheißen Dreck Nordkorea oder so. Ja, so ist das. Da haben Sie recht. Und Ihr Vertrag verlängert sich ja immer im November, ja? Und Sie sind ja aktuell weniger als 12 Monate vertraglich gebunden. Nee, ich bin da seit 5 Jahren, junge Frau. Genau. Junge Frau, 5 Jahre. Genau. Und Ihr Vertrag verlängert sich immer um 12 Monate bei Strom und Gas. Und Sie sind aktuell ja im Vertrag drinne. Das heißt, Sie sind weniger als 12 Monate vertraglich gebunden. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich, aber wird schon richtig sein. Das macht natürlich Sinn für Sie. Ihr Vertrag verlängert sich immer im November, richtig? Richtig. Genau. Wir haben jetzt März. Bis November sind 7 Monate noch, richtig? Richtig. Genau. Und Sie können gut rechnen. Ja. Und Sie sind ja weniger als 12 Monate vertraglich gebunden. Dann ist die Kündigungsfrist nicht so lange. Warte, ich bin da seit 5 Jahren. Nicht falsch gestern. Nicht, dass ich falsche Worte sage. Ich bin seit 5 Jahren. 5 Jahren. Genau. 5 Genau. Genau. Also das Zahl nach 4 und vor der Nummer 6. 5 Jahre, nicht 12 Monaten. Nein. Verstehst du? Ich verstehe, Sie sind seit 5 Jahren bei denen. Aber Sie sind ja aktuell im Vertrag drin. Ihre Kündigungsfrist ist weniger als 12 Monate. Verstehen Ach Sie? So. Genau. Ich schon denke, wir nicht verstehen, was andere sagen. Nein. Alles gut. Nichts gut. Und damit ich für Sie hier alles fertig machen kann, brauche ich die Zählernummer vom Strom und die Zählernummer vom Gas. Das was? Zählernummer. Was das? Das ist die Zählernummer von Ihrem Strom und Gas. Zählernummer. Ich kenne nicht, was ist Zählernummer? Ihre Strom. Ist das Englisch? Ich kann keine Englisch. Nein, das ist Deutsch. Dann sollte ich eigentlich wissen, aber was bedeuten? Sie haben Ihr Strom und Gas unten im Zähler. Haben Sie im Keller, richtig? Unten im Zähler. Ach, das Uhr! Sie sprechen von dieses ja, Uhr. Ja, Uhr. Ah. Und von der Uhr brauche ich Zählernummer. Soll ich ins Keller laufen? Ja, bitte. Ist arschkalt da unten. Ah ja, kann man nichts machen. Sie müssen ja sparen. Guck mal, wo mein Haben Wind... Sie Abrechnungen von Strom und Gas? Abrechnung. Nein, keine Aggression haben. Nein, Abrechnung. Was bedeuten? Jahresendabrechnung. Bekommen Sie ja von Strom und Gas. Ich das Wort nicht kennen. Sie bekommen jedes Jahr eine Stromrechnung, Gasrechnung. Rechnung, ja, klar. Genau. Und da steht auch Zählernummer von Strom und Gas. Schauen Sie nach. Das habe ich auch bei Keller geschmissen, weil was soll ich bei Wohnung mit das Zettel machen? Da müssen Sie in den Keller runter. Leert. Okay. Sie überlegen. Ja, okay, ich gehe bei Keller. Sie kurz Schuhe anziehen, einen Moment. Ja. Oh, meine Güte. So, solche Sachen mache ich für Sie. Nur weil Sie das sind. Ey, das ist ganz lieb von Ihnen. Ja, manchmal bin ich das. Kommt immer auf das andere Menschen an, was noch mitreden. Da haben Sie recht. Das ist immer gut. Immer gut. Ja. Wie lange Sie diese Arbeit schon machen? Ich mache diese Arbeit seit schon 5 Jahre. 5 Jahre? Also so lange, wie ich bei dieser scheißen Dreckfirma Kunde und ich Geld rausgeschmissen.
Genau, sie haben viel Geld rausgeschmissen. Gar nichts gut. Kann ich Geld wieder kriegen bei denen? Weil die mich haben mir, leider die haben mir ja getrogen. Oh, das geht leider nicht. Sie haben schon bezahlt, das bekommen Sie leider nicht mehr zurück, aber ab sofort zahlen Sie auch weniger, dank mir. Das ist gut, das ist gut. Genau. So, dann wollen wir bei Keller gucken. Genau. Ich brauche Zählernummer, Strom und Gas. Schauen Sie bitte nach. Ja, gehe ich runter, warte. Es ist eiskalt hier draußen, blöd. Aber bald kann man Heizung anmachen, ohne zu pleite werden. Genau, so sieht das aus. Super, super. So, warte, muss ich gucken, das Tour. Manchmal den das Tour abschließen. Mhm. Aber ist offen. Gut. Super. So, und jetzt bei dieses große, graue Kasten gucken. Also Stromzähler, genau. Das ist da so, haben so die eines Uhr. Kasten von alles Menschen, was bei Haus leben. Und jeder ja. so eines Uhr haben. Richtig? Genau. Richtig? Richtig, gut, richtig. Gut, gut. Ist das jetzt Strom oder Gas? Woher weiß ich, welches ist meine? Ich da noch nie gucken. Da steht ja nochmal drauf. Ihre Hausnummer steht ja drauf. Schauen ja, hier 35 Leute bei das Haus wohnen. Da müssen Sie nach Ihrer Hausnummer schauen. Ja, das sind alles Leute, gleiche Hausnummer. Wir alle bei einer Hausnummer leben. Das große Sie Haus. Sie wohnen am 10 Teich, richtig? Richtig. Und Hausnummer ist? Der 20A. 20A. Und da wohnen, haben alle 20A Hausnummer? Das große Haus. Ja, aber bei Ihnen steht ja die Hausnummer, nicht also 20A. Und zwar, Sie wohnen ja in welchem Stock oder was steht denn bei Ihnen vor der Tür? 1, 2, 3, 4? Ne, bei meiner Tür mein Name dran stehen. Genau. Und dann steht auch Ihr Name in der Uhr. Mein Name bei Uhr muss ich gucken. Kann ich nicht erinnern, ja, dass ich da hingeschreiben. Weil Hausmeister, faule Arschloch, der kommt immer nur, wenn irgendwie sagen, musst du Müll rausbringen, musst du diese machen, musst du das machen. Ist ein großer Arschloch. Verstehst du? Ich verstehe. Da, guck mal, Kadirov. Das ist gut. Soll ich lesen? Ja, Zählernummer, Strom oder Gas? Ja, okay. 06. Ist das Strom oder Gas? Ja, 069. 069. 204. Das ist meine Rufnummer. Das ist nicht richtig. Ah, ich soll ja das Nummer nehmen. Ich bin noch gesoffen von gestern. Guckst du auf Telefon, weil Handy Licht macht hier unten, weil Licht wieder kaputt. Ach, hab ich doch gesagt, scheiße, Dreck, Hausmeister. Okay. Ja. Warte, so, konzentrieren. Okay. Ja. 94. 94. 16. 16. 34. 34. 02. 02. 960. 960. Das ist Strom? Weiß ich gar nicht. Hier steht nur meine Nummer, meines Name. Okay, ist das Strom oder Gas? Ja, weiß ich nicht. Wo steht denn? Da müsst ihr erzählen. Strom oder Gas, muss er stehen. Ich habe mein Brille nicht mitgenommen. Warte mal. Okay, und wo ist andere Kasten von Gas? Weiß ich nicht. Das erste Kasten, was ich sehe, ist aufgebrochen. Ja, und wo ist Gas? Ja, weißt du, warte doch. Okay, das ist Stadtwerke. Das Gas, Wechselstromzahler. Genau, das ist Gas, okay? Ne, wenn da Strom dran steht, ist das doch nicht Gas, oder doch? Oder ist das so? Wir haben gerade Gas gesagt, aber das ist ja Strom. Ne, Wechselstromzahler steht da dran. Genau. Dann ist das Gas, Strom, oder nicht? Nein, das ist ein Strom, wenn der Strom steht. Sag ich doch. Meine Güte. Ja. Jetzt andere Zahl vom Gas schauen, bitte. Soll ich da gucken? Ja, bitte. Mal gucken, wo das Gerät hingegangen. Wo den anderen. Hallo? Ja, ich höre. Ah, da war so ein komisches Geräusch bei Telefon, dachte ich. Nein, ich bin schon da. Verbindung kaputt wegen Keller, weißt du, ist aus Weltkrieg, blöd, das wundert genau. mich. Kommt kein Bombe rein, kommt auch kein Telefonsignal, verstehst du? Ah, so, ich verstehe. Aber gut, keine Problem. Ah, oh, was ist denn das hier? Da ist so ein scheißen Reaktor, das abgeschlossen. Okay. Hallo. Haben Sie Gas gefunden? Ja, hier ist eines Tour mit so, wie heißt der?
Thermalis gerade, Thermen, das ist abgeschlossen. Ja. Scheißendreck, Hausmeister abgeschlossen. Aber Strom haben Sie gefunden, Gas ist ja nebendran. Ne, das ist eine Tour daneben. Ja, das ist ja von Gas. Habe ich doch gerade gesagt, das ist eine abgeschlossen. Verstehst du? Ja. Eines Tour abgeschlossen, kann ich nicht da hingucken. Schauen Sie doch in Ihre Dings, Jahresabrechnung. Ah, soll ich jetzt wieder hochlaufen? Ja, was ist das hier? Ist das ein Anruf von Radio oder was? Nein, wir möchten ja nochmal Ihre Strom- und Gaskosten senken. Ja, und meinen Kaloriengebrauch erhöhen. Ich laufe hier rum. Das müssen Sie auch machen. Das ist wie Morgensport. Was soll ich machen? Morgensport. Ich brauche Zählernummer. Ich brauche Frühstück. Bringst du mir Frühstück? 2 Croissanten. Das ist ja gut. Ja, wann kommst du? Wenn wir Zählernummer fertig machen, dann bringe ich Papiere vorbei. Ich brauche Zählernummer von Gas. Schauen Sie doch bitte. Ach, selber vorbei? Bist du auch bei Hamburg? Ich wohne in Frankfurt. Welche Frankfurt? Frankfurt am Main. Das ist so eine schöne Stadt, oder? Ja, ist sehr schön. Aber ich brauche jetzt die Zählernummer von Gas. Was soll ich machen? Soll ich die Tür eintreten, oder was? Sie müssen nicht die Tür eintreten. Sie können bei der Jahresendabrechnung von E.ON Energie schauen, bitte. Dann werde ich jetzt wieder hochottern, ja? Wie ein Otter. Mögen Sie Otter? Ja. Ja, wann haben Sie den Geburtstag? Kann ich auch schon mal hier eintragen. Was? Wann haben Sie Geburtstag? Warte mal, jetzt Signal mega schlägt hier unten. Hallo? Ja? Ja, jetzt kann ich wieder hören. Okay. Dann schauen Sie mal für die Gaszählernummer und wann haben Sie den Geburtstag? Kann ich ja schon mal eintragen. Was ist getragen? Ihr Geburtstag. Wann haben Sie Geburtstag? 8. April. 8. April, okay. 88. Baujahr. 88. Ist das lustig okay. Oder was? Nein, ich habe auch im April Geburtstag, deswegen habe ich ihn gelacht. Ah, wann denn? 1. April? 1. April, ja. Ja, wirklich? Wirklich. Ah, April-Scherz, blöd. Cool. Genau, ich bin April-Scherzle. Ah, das ist gut. Das habe ich gerade badisch Akzent hören? Ja. Ah, gut, da habe ich gelebt 13 Jahre bei Baden-Baden, blöd. Ah, okay. Cool. Coole Sache. Magst du Schwaben? Ja, ich bin auch alte Schwabe. Blöd, ich rede nicht mit Schwaben. Gib mir einen Badner. Ich wohne noch in Frankfurt, habe ich doch gesagt. Das ist egal, das geht ja um so Herkunften, verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich kann nicht das badische Volk verraten und mit einem Schwabe Geschäfte machen. Okay. Oh, ein bisschen Spaß muss man haben, blöd. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch so gesoffen von gestern. Das ist normal, kann schon vorkommen, ist ja nicht schlimm. Natürlich ist das oben? Nicht schlimm. Was bin ich? Ja, ich bin besoffen, aber ich stehe dazu. Das ist ja gut. Haben Sie jetzt die Zählernummer vom Gas? Ich muss erst mal nach oben laufen. Ja, gehen Sie doch mal nach oben. Ich kann nicht so viel laufen. Ich bin armer alter Russe, blöd. Ja, was soll ich 88 machen? Sind Sie geboren. Sie sind ja nicht alt, sind noch ganz jung. Das Schnapszahl 33 Jahre alt geworden. Ich bin alter Sack. Ich habe erst das graue Haar bei meiner Otterbart. Verstehst du? Ah, das macht nichts. Noch ganz jung, nochmal 32. Aber meinst du, Frauen mögen Bart, wie sagt man, graues Haar bei Bart oder nicht gut? Natürlich, das sieht immer gut aus. Ja, ist immer sympathisch, ja. Gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich brauche erst mal einen Wodka oben. Das bringt mir alles voll durcheinander hier. Ja, aber Sie müssen jetzt erstmal die Zählernummer finden vom Gas, damit ich auch weitermachen kann. Ja, erstmal muss ich hier den Weg wieder rausfinden. Ja, ich wäre bitte, ich nur finden oben Sie den Weg. Was machst du für Sachen mit mir? Hallo? Ja, ich höre. Ja, es ist nur Anwesenheitskontrolle. Ich bin immer anwesend, kein Problem. Sicher? Natürlich. Oh, das klang ja fast süß. Ich bin immer anwesend. Körperlich oder geistig? Immer. Körperlich und geistig. Beide gleichzeitig? Das können, ja, freilich. Das können nicht viele Menschen.
Ich kann das aber. Sehr gut, sehr gut. Gibt ja, Bonuspunkt prima, ne? Von Chefblin. Ja, auf jeden Fall. Der freut sich auch, wenn das Leute da nicht sitzen und schlafen, sondern arbeiten. Ja, freilich, immer. Das ist gut. Wo ist das? Wo ist Callcenter, Blin? Ich sage, wir rufen aus Frankfurt an. Sind Sie jetzt schon oben? Ach, ich wollte ja nach oben laufen. Warte, ich gehe jetzt und halte meinen Schnauzen. Ja, ich brauche Zählernummer von Gas. Was? Zählernummer von Gas. Soll ich jetzt doch wieder runterlaufen? Also wo langsam reicht's mir. Gaszähler? Der ist unten. Ja, dann schauen Sie doch. Ja, aber die Tür ist abgeschlossen. Ja, wo ist die Jahresendabrechnung? Auf dem Dachboden, bei meines Unterlagen. Ja, dann schauen Sie bitte nach. Blöd, soll ich jetzt Klappleiter rausholen? Ich weiß es nicht. Ich brauche die Gaszählernummer. Also, dass ich höre, dass laute Menschen reden, das ist doch Radio. Ihr mir doch verarschen, hier durch ganze Haus schicken. Hey Kadiro, das sind andere Kollegen, die sind gerade auch im Verkauf. Ich brauche die Zählernummer von Gas, damit ich weitermachen kann. Was haben die verkauft? Sie verkaufen doch gerade auch an andere Kunden. Verstehe. Die sind gerade im Gespräch, mein Kollege. Ja, das höre ich ja, aber das ist doch Radio, oder genau. Nicht? Das ist nicht Radio, das ist meine Kollegin. Sie macht gerade auch ein Verkaufsgespräch, so wie ich. Das ist doch hier, verstehen Sie, Spaß. Meines Kollegen immer sagen, wir dich da anmelden, weil du uns immer gearscht machst. Bist du, wie heißt dieser hässliche Typ? Nein, der Typ kannst du ja nicht sein, aber wie heißt dieses Lockvogel von denen? Wie heißt die Frau? Du bist das, gib zu. Ich kann nicht zugeben, ich bin die Agentur für Energieberatung. Das ist alles sehr komisch. Hey Kadiro, Sie möchten jetzt sparen. Ich hab Angst, dass ich hier verarscht werde. Ich muss mal kurz das... Nein! Ich muss kurz mal bei Google Telefonnummer gucken, dass das auch nicht... Können Sie gerne Spaß machen. Warte mal. Sonst hier noch komme ich bei Fernsehen, blöd. Nein, um Gottes Willen, es geht nur um Ihre Strom- und Gaskosten. Was und ich brauche das dafür denn? Einmal die Zählernummer. Was ist denn das? Hey Kadiro? Ja, was ist... Ja, ich habe jetzt Strom schon die Zählernummer. Jetzt von Gasmann sind Sie auch gleich fertig. Damit ich die Unterlagen auch für Sie zuschicken kann. Warte mal. Ich hätte gerade geguckt, ob deine Nummer ist. Verstehen Sie Spaß? Verstehst du? Ich verstehe natürlich Spaß. Gut. Nein, ich habe geguckt bei Google, ob deine Nummer gehört. Verstehen Sie Spaß? Weil ich will nicht bei Radio kommen. Und hier ganz viele... Nein! Hör zu, blöd. Hier ganz viele, viele hundert Leute schreiben das Betrug-Telefonnummer. Was für Betrug? Wir sind Energieberatungsstelle. Hier steht telefonnummer.net 194 Bewertungen, 1 Stern von 5. Telos, Trustpilot, alle sagen Betrug, nicht drangehen, keinen Vertrag machen. Was machst du mit mir? Wir sind hier nur Energieberater, Herr Kadröver, nichts anderes. Sitzt du bei Computer? Einen kleinen Moment, bitte. Nee. Hallo? Was ist das? Das ist Radio. Schönen guten Tag, Herr Kadröver. Mein Name ist Herr Jaka, der Vorgesetzte. So. Wer war das? Ich habe das Name nicht gestanden. Wer ist da? Mein Name ist Herr Jaka. Ja. Was los? Genau. So, es geht ja um Ihren Strom und Gas. Wir wollen ja Ihre Kosten senken. Ja. Sauber sitzt der Informe. Das habe ich wunderbar verstanden, aber jetzt gerade, weil ich denke, weißt du, Kollege, mir verstehen Sie Spaß machen. Ich Telefonnummer bei Google gucken, alles Menschen bei Google sagen Betrug, Telefon bei Ecke schmeißen, nicht machen. Ja, okay. Gehen Sie mal bei Mercedes mal rein, da steht auch sehr schlecht drin. Mercedes, sehr schlechtes Auto. Es gibt immer negative Einträge, ist ja klar. Sie machen doch hier nichts. Sie bekommen doch sowieso alles erstmal schriftlich in Form der Auftragsbestätigung nach Hause. Wenn ich Mercedes bei Google schreibe, dann kommt ja, schreiben Sie Mercedes bei Google, natürlich. Nix. Da ist keines Trustpilot. Ach, geben hören Sie doch jetzt, gib mal deine Telefonnummer bei Google ein. Was kommt da? Ja, na und was da kommt? Ist doch kein Problem, was da kommt. Doch, ist großes Problem. Ja, was für ein großes Problem denn? Viele hundert Leute sagen, es ist Betrug. Es gibt 80 Millionen Leute. Richtig. Ja? Und warum und alle die... 100 Leute, was 100 Leute, was ist... Hören Sie mal zu. Hey, wie redest du mit mir, Ridi, nach Huibli? Ne, Sie sollen mir nur zuhören. Sie lassen mich gar nicht aussprechen, ja?
Es steht immer natürlich negative Sachen, auch bei Mercedes, auch bei BMW. Ja, das sind Leute, zum Beispiel bei Mercedes, die fahren BMW und hassen Mercedes. Deswegen schreiben die auch negative Sachen. Ja, sie sollen selbst ihren Eindruck machen. Glauben sie nur an den Sachen, was sie auch erhalten. Sie bekommen doch alles schriftlich in Form der Auftragsbestätigung nach Hause zugeschickt. Da steht doch alles da drinne. Ja, und sollten genau da das soll man nicht machen, ja, schreiben hier die Leute. Ja, sollten Sie da irgendetwas Verkehrtes bekommen, können Sie doch immer noch sagen, nein, ich möchte nicht. Wir leben hier in Deutschland. Sie haben immer noch 14 Tage Zeit, sich dagegen zu entscheiden. Außer wir machen ja nichts hier Verkehrtes. Ich sage ja nicht, dass Sie Lotto gewonnen haben oder Auto gewonnen haben. Hier geht's um Ihren Strom. Ja, um meinen Strom. Womit soll ich Sie denn verarschen? Na, mit falschen Zahlen. Ja, wieso falsche Zahlen? Das Sie steht bekommen hier. Das doch nach Hause. Ja, Sie bekommen das doch nach Hause zugeschickt. Ja, schick mir soll mal doch. Angebot bei E-Mail, dann können Angebote wir gucken. Angebote gibt es nicht. Seit 2012 gibt es keine Angebote. Wir können nur so in Form der Auftragsbestätigung diese Arbeitsweise von heute hier absichern. Meine ja? Firma, also, jeden Tag 30 Angebote schreiben. Wo ist das Problem? Ihre Firma schreibt 30 Angebote? Richtig. Ja, wieso? Ja. Da haben Sie es. 30 Angebote. Haben Sie es wahrgenommen? Nein. Angebote. Doch. Wir haben Auftragsquote von 87%. Wow, super. Was verkaufen Sie denn? Klempnerarbeiten. Ja, das ist schön. Ja, Angebote kann man da machen. Im Strombereich gibt es das nicht. Warum nicht? Ja. Das ist nichts gut. Ja. Ja, hat nichts mit gut zu tun. Na doch, wenn ich nicht lesen kann, ist es scheiße. Weil das im Tages. Ja, wenn Sie nicht lesen, dann bekommen Sie doch in Form der Auftragsbestellung, genau. Ja, also, ja, dann habe ich schon Vertrag gemacht, blöd. Ja, natürlich, deswegen machen wir das ja auch, ja. Sie wollen ja Ersparnisse haben. Strom ist Strom. Aus der Steckdose kommt weiterhin. Also, nein, wirklich? Herr Kadoff, entweder gut, nehmen der, Sie der, der Mann hat mir gerade erzählt, dass aus der Steckdose Strom kommt. Sag, für wie blöd hältst du mich? Herr Kadoff, ja, wenn Sie das hier auf die lächerliche Sache nehmen, dann lassen wir dieses Gespräch hier nur, weil die Kollegen hat noch bessere Kunden noch vor sich, ja, die will hier noch ihre Kunden. Arbeit machen, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wünsche einen schönen Tag noch, ja. Danke, ja, du kommst auf YouTube. Ja, kein Problem, das ist strafbar, da bekommen Sie eine sehr, sehr große Anzeige von uns, wenn das Ihnen, wie gesagt, aufgenommen haben sollten. Sie wissen, dass eine Aufzeichnung verboten ist, ich habe Ihre Adresse, Name, sobald ich werde es kontrollieren, da gibt es eine natürlich große Anzeige. Trotzdem vielen Dank, schönen Tag noch. Mein Name ist genauso falsch wie deiner. Ja, ist doch kein Problem, ich habe ja Ihre Rufnummer, ja, mit der Rufnummer kann die Polizei alles rausfinden. Oh, die Polizei, wiederhören, tschüss. Ah, oh, Leute.